Ja, hallo, liebe Valentina. Eigentlich, das freut mich sehr, deine Teilnahme in diesem Projekt und dass wir uns heute unterhalten können. Ich werde erst anfangen mit dich zu vorstellen und dann wir gehen zu Fragen. Ja? Dann Valentina wird in Florenz, Italien, geboren und studiert Musikwissenschaft und Recorder dort. Danach studierte sie in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Danach hat sie, oder dort hat sie ihr Diploma als Solistin erhielt. Valentina ist sehr aktiv in klassische, türkische und arabische Musik, sowie auch Theorien. Sie war zum Beispiel Solistin am Nationaltheater in Thüringen, NDR-Radio-Station in Hannover, RBB Berlin, Komische Oper Berlin und Staatsorchester Braunschweig, Elbphilharmonien und andere Orte auch. Und Theatern. Und vielleicht Länder auch. Oder? Erney und Modalmusik lehrte er bei auch mehr Professoren, glaube ich. Eine von ihnen war Ulrich Thieme. Konntest du bitte etwas noch erzählen über dich selber, bitte? Über meine Ausbildung. Hallo Rami erstmal und herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Genau, also meine klassische Ausbildung mit Blockflöte ist zwischen Florenz und Hannover gewesen. In Florenz habe ich mit David Bellugi studiert und in Hannover in der Musikhochschule habe ich mit Herr Thieme, Ulrich Thieme studiert. Und das, was meine Ausbildung in alte Musik, in klassische Musik betrifft. Und für Ney und modale Musik und Makam-System, meine sozusagen meine Hauptlehrer, die ich als Hauptlehrer sehe, sind Ömer Erdoğdular aus der Türkei und Ross Daly ist für mich ein großes Vorbild und auch eben ein großer Meister, bei dem ich auch viel gelernt habe, vor allem am Anfang meines Wegs in die Richtung östliche, mittelöstliche Musik. Super, aber wie kommst du eigentlich dazu, dass diese Instrument, schönes Instrument neu zu spielen? Hat das mit einer Geschichte, oder das war Ja. etwas zufällig oder? Ja, also die Nai, das ist nicht ein italienisches Instrument, also ich bin ursprünglich aus Italien, aber eine Anziehung für andere Art und Weise von Musik habe ich immer gehabt, vor allem eine bestimmte Anziehung für östliche oder ja, orientalische, das ist jetzt nicht das richtige Wort. Also für andere Musiksysteme habe ich immer gehabt, schon auch in der Kindheit hatte ich immer wieder diese Liebe. Und die Nai habe ich quasi zufällig entdeckt, irgendwann auf eine CD mit Sufi-Musik. Da habe ich das erste Mal die Nai gehört. Und ohne zu wissen, was es für ein Instrument ist, habe ich mich total in das Instrument verliebt. Und irgendwann, damals habe ich schon in Deutschland gelebt, habe ich mir Meinst du verliebt mit der Stimme oder mit mit dem Tonsystemen? Klang erstmal, nur mit dem Klang. Okay. Es war mir überhaupt nicht bewusst, was für ein Tonsystem das ist, Ja. was für ein Instrument, wie es aussieht. Ich habe es nur gehört Okay. und mich verliebt. Und dann, Jahre später, durfte ich das Instrument wirklich sehen. Bei einem Musikseminar in Griechenland, ein Musikseminar über modale Musik. Da ich bin mit Blockflöte erstmal dahin gegangen und dort gab es Leute, andere Teilnehmer, die haben Ney gespielt und da habe ich endlich verstanden, oh, das ist eine Ney, wow, das ist so schön, ich möchte Okay. sie unbedingt spielen und so habe ich angefangen. Hast du diese traditionelle arabische und türkische Musik gespielt, nur so, oder hast du etwas anderes auch gemacht mit
zum Beispiel zeitgenössische Musik oder mit etwas anders, keine Ahnung, was konnte sein, mit Jazzmusik vielleicht? Ja, also ich bin ziemlich, reise von einem Stil zu dem anderen. Aha. Also mein Background ist eher europäische alte Musik, das heißt eher so mittelalterliche und Renaissance- und Barockmusik. Ich habe mich immer sehr für Volksmusik aus Süditalien zum Beispiel interessiert oder aus Griechenland. Also traditionelle Musik ist für mich, liegt mir sehr am Herzen. Aber ich mache sehr, sehr gerne auch andere Stilrichtungen, zum Beispiel zeitgenössische Musik und sogar experimentelle Musik, radikale Improvisation. Das mache ich auch mit Blockflöte und neulich auch mit Ney, denn ich habe festgestellt, dass diese Art von Musik, also moderne Musik und zeitgenössische Musik zu spielen, musst du dein Instrument so gut kennen. Und solange ich mit Ney noch eine quasi Anfängerin war, ich könnte nicht wirklich moderne Musik spielen. Und, so. Und findest du, dass es nicht fremd zum Beispiel, oder Leute finden, dass es nicht fremd, wenn du zwischen europäischen Instrumenten, klassischen Instrumenten spielst, wenn du kommst und sagst, ich spiele traditionelle arabische Instrument mit euch. Werden sie sagen, nein, das geht nicht, das passt nicht zu unserem Thema? Oder was ist die Reaktion eigentlich? Das ist immer eigentlich sehr interessant, weil früher habe ich ja ein europäisches Instrument gespielt, die Flöte. Und die Leute wussten ungefähr, was das ist. Aber ich habe nicht so viel mit Orchester und großen Ensemble damals gespielt. Seit wann ich Ney spiele, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit großen Orchestern auch als Solist zu spielen. Und normalerweise, was ich dann erlebe, ist eher sehr viel Neugier von den so klassischen Musikern, okay, und sehr viel Interesse. Und auch, sie mögen das auch. Eigentlich war es klassische oder auch mikrotonale Musik? Ich meinte, Entschuldigung, das ist 12 Tonnen oder noch Mikrotonen? Ja, also wenn man Ney spielt, mit Orchester, ist man quasi sowieso dabei, mikrotonale Musik zu spielen. Selbst wenn das Orchester keine mikrotonale Musik spielt, aber dann die Ney als Solist darf das natürlich tun, weil das zum Instrument gehört. Okay. Und die klassischen Musiker sind meistens sehr fasziniert davon. Ja. Und hast du etwas studiert zum Beispiel früher in akademischem Studium über mikrotonale Musik oder? Ganz, ganz wenig. Nur wenn ich so zeitgenössische Musik gemacht habe mit Blockflöte. Es gibt einige Stücke, wo man auch mikrotonale Musik, also oder kleine mikrotonalen so Stellen hat. Aber ich habe es nie so richtig methodisch gemacht. Genau. Es gibt keine wirklich Methoden, glaube ich, bis jetzt. Nicht, dass ich wusste, aber ich möchte nicht was Falsches sagen. Ja. Auf jeden Fall das erste Mal, dass ich wirklich mit Methode in ein mikrotonales System eingetaucht bin. Das war natürlich mit arabischem und türkischem Makam-System. Und dann sagst du zum Beispiel, dass etwas wie sollte die akademische Studium hier in Europa mehr über mikrotonale Musik sorgen oder mit Theorien in mikrotonale Musik machen oder nein, wir sind zufrieden mit diesen 12 Tonnen. Also, als ich studiert habe, ich war überhaupt nicht zufrieden mit diesen 12 Tönen. Ja. Vielleicht auch, weil ich ein Instrument studiert habe, Blockflöte, die quasi ein bisschen eine Verbindung für mich ist mit zwischen die beiden Welten, westlichen und östlichen Welten. Und ich finde, dass die jetzt europäische Akademie sozusagen unbedingt das braucht, sich noch mehr zum Makam-System und zu mikrotonale Musik zu öffnen. Ich meine, Mikrotonalmusik in Bezug mit Makam, also mit diesem arabischen traditionellen System, weil das ist ein uraltes System, das in
so vielen Ländern gespielt wird. Und das ist ein unglaubliches, komplexes System. Und ich finde es schade, wenn ein klassisch ausgebildeter Musiker in Europa von diesem System nichts weiß. Es ist schade. Okay, jetzt wir sehen hier mehrere Fluten und eigentlich diese Fluten können wir auch in alte ägyptische Ikonen sehen und auch in babylonische Monumenten auch sehen. Konntest du sehr kurz über diese sieben Instrumenten etwas sagen, bitte? Ja, also erstmal, ich bin persönlich sehr stolz, dass dieses Instrument schon vor 6000 Jahren gespielt worden ist. Und ich glaube, die Bauweise war nie so unterschiedlich, weil letztendlich das Instrument ist einfach ein Bambusrohr mit 6, 7 Löcher eigentlich, aber manchmal auch nur 6. Und entleert. Ne? Und besonders bei dem Instrument ist das Material, also dieser Bambus ist ein besonderes Bambus, heißt Arundodonax, und das wächst nur so im Mittelmeer, ja. Nordafrika, Türkei, sogar ein bisschen Süditalien. Ja. Und dann das Instrument ist relativ einfach gebaut. Mhm. Wie du siehst, hier habe ich mehrere Länge und Größe, natürlich je nachdem, was ist der Grundton bei dem Instrument. Und beim Spielen, ich wechsle auch sehr oft, erstmal aus natürlich Tonart, also wegen den Tonarten, aber manchmal auch, um die Farbe ein bisschen zu ändern, weil natürlich die Farbe der Instrumenten, der verschiedenen Instrumenten ändert sich je nach Größe und Länge. Und wie du siehst, es gibt einige, die ich jetzt habe, die haben ein Mundstück hier, das nennt man Başpare, und das unterscheidet quasi die türkischen Instrumenten von den arabischen. Also die arabischen haben kein Mundstück und die türkischen haben eben diese Başpare. Aber das Instrument ist im Grunde genau das gleiche. Ja, und ich glaube in Iran, sie haben auch etwas... Iran, persische Ney ist anders, hat kein Mundstück. Und hier, diesen Teil ist sehr fein, weil man das zwischen den Zähnen, diese Technik kenne ich nicht. Ich kenne nur diese Technik, die ich dir vielleicht danach zeige. Können wir etwas jetzt noch zu sehen, was ist der Unterschied zwischen klassischer und zeitgenössischer Nei? Ja, ich werde versuchen, meine Version davon zu bitte geben. Schon. Also, genau. Minute so und, eine Minute. Eine Minute so. Ich greife einfach so jetzt eine. oder ja, vielleicht diese hier. So, das ist ein arabischer Ney, also ohne Mundstück. Ja. Ich spiele jetzt ein kleines Stück, einfach so ein paar Sekunden ganz normal klassisch und dann mache ich so meine so zeitgenössische. Okay. Wir sind ganz in Ruhe. Ein bisschen zeitgenössischer Style. Erstmal, man benutzt sehr viel Obertone. Dann natürlich andere Effekte. Sehr viel Perkussiven. Natürlich auch die Finger und Stimme und Flöte. Konnte auch mit den Tonen auch verändern. Ich meinte, die gleiche Ton oder man bleibt nur mit einem Tonsystem in diesem Fall.
Könntest du bitte zum Beispiel von C ein bisschen unten oder oben mit Glissandi? Glissandi zum Beispiel. Für die Glissandi benutzt du natürlich entweder die Finger oder auch die Lippen, was du zum Beispiel mit Querflöte oder Blockflöte nicht tun kannst. Mit Ney kannst du machen, weil... Weil die Position der Lippen natürlich bewegt die Intonation. Ja? Deshalb kannst du beiden benutzen, kannst du den Kopf benutzen, verschiedene Vibrato-Techniken. Also. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Und das ist eine Botschaft für neue oder zeitgenössische Komponisten, jetzt für dich etwas zu schreiben. Genau. Ja, genau. Du bist immer bereit und du liest die Noten super schnell und du bist immer bereit für neue Stücke. Dankeschön. Ja, wie ich vorher meinte, ich habe mich bis vor wenigen Jahren nicht getraut, zu viel zeitgenössische Musik mit Ney zu machen. Aber jetzt, ich finde, ich bin bereit. Super. Ich fühle mich nicht mehr so... Wow, irgendwie ängstlich, die Ney auch auf eine zeitgenössische Art und Weise zu benutzen und andere Art von Klänge zu erzeugen. Ja, Valentina Belanova, vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr, sehr gefreut, diese Interview. Und ich hoffe, dass wir immer in anderen Konzerten uns treffen in Zukunft. Das wünsche ich mir auch, hoffentlich. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Danke dir. Danke.